So, und jetzt geht's weiter. Die Form eines bestimmten Heißluftballons entsteht durch Rotation der Graphen der Funktionen F1 und F2 um die x-Achse. Siehe nachstehende Abbildung. Für die Funktion F2 gilt, okay, F2 von x ist gleich 5 Viertel mal die Wurzel minus x Quadrat plus 20,8x minus 50,4. Okay. Berechnen Sie den maximalen Durchmesser D des Heißluftballons. Naja, wenn ich hier mir anschaue, das ist jetzt hier die halbe. Ganze Durchmesser wäre von oben bis unten über den gespiegelte Funktion. Das heißt, die halbe kriege ich, wenn ich also jetzt hier den Hochpunkt hier bestimme. Das ist also hier der Hochpunkt. Wie muss ich da rechnen? Na, dann muss ich also diese Funktion ableiten und dann 0 setzen und dann wieder einsetzen und dann kriege ich also das d halbe. Ja, das kann man natürlich auch mit GeoGebra machen, wie es also nebenan zu sehen ist. Ich mache das, indem ich das jetzt hier mal so umforme, dass ich das besser ableiten kann. Klammer, minus x Quadrat plus und so weiter. Klammer hoch ein halb. Also diese Wurzel ist hoch ein halb. Dann ist f2' von x wieder diese 5 Viertel mal, jetzt kommt die Hochzahl nach vorne, mal ein halb, mal Klammer, minus x Quadrat plus 20,8x minus 50,4, Klammer hoch minus 1 muss ich hier anhängen, ein halb minus 1 ist minus ein halb, mal, und dann kommt aber hier noch eine innere Ableitung her. Die innere Ableitung von hier ist also minus 2x plus 20,8. Ausschluss. Das fällt hier weg. So, und jetzt will ich das hier 0 setzen. Die Ableitung hier muss 0 sein. Wie schaut das aus? Das ist ein hoch minus ein halb ist 1 durch Wurzel. Das ist wurscht. Das wird also mir egal sein, wenn ich es 0 setze. Die Konstante hier ist auch egal, wenn ich es 0 setze. Ich muss nur den Term hier 0 setzen. Das heißt, ich muss nur minus 2x plus 20,8 ist gleich 0 setzen. Das heißt, mit plus 2x, dann machen wir das gleich so, plus 2x. Und dann durch 2 haben wir also 10,4 ist gleich x. Okay, also da ist 6, da ist 10, das kommt man schon ungefähr hin. Also das heißt, x ist 10,4. Und jetzt brauche ich nur noch den f von x. Dann habe ich das d halbe. Also f2 von 10,4 ist gleich. Ja, und das ist jetzt also zum Eintippen. Und das ist also dann das d halbe. Schauen wir uns das an, wenn wir das entsprechend eintippen, was hier herauskommt. So, kommt 19, also die halbe ist dann 9,5. Das D selber, also das Doppelte, ist also dann 18, 19, 19. D ist 19 und das, wenn das Ganze in Metern ist, dann haben wir dann 19 Meter. Gut, das D ist also 19. Damit wäre also dieser erste Teil einmal erledigt. Was wollen die noch? Der Graph der Funktion f1 ist die Tangente an den Graphen der Funktion f2 im Punkt P. Stellen Sie also eine Funktion f1 auf. Naja, dann schauen wir uns also mal an, wie wir da zur Funktion kommen. Die Tangente an den Graphen der Funktion im Punkt P. Das heißt, ich muss mal also jetzt hier ausrechnen. F' an der Stelle, wo ich die Funktion haben will, an der Stelle 6,2. Also F2' an der Stelle 6,2. Das geht alles mit dem GeoGebra natürlich viel schneller.
Ich muss also hier einsetzen. Ne? Also das heißt, das ist dann 5 Viertel, also 5 mal 1/2, 5 Achtel mal und so weiter. Dann hätte ich also jetzt hier die Steigung und daraus mache ich dann entsprechend die Funktion. Okay, wie geht denn das? Also eingesetzt in die und so weiter. Also dann muss ich fürs x hier einsetzen und auch hier. Und das ergibt also dann hier f' an der Stelle ist 0,8288. 0,8288. Okay, das wäre also die Steigung an dieser Stelle. Und für die lineare Funktion, wie soll ich die jetzt ansetzen? Naja, ich setze jetzt an, wie soll die jetzt der Name sein? F1. Also F1 an der Stelle 6,2 muss also, achso, das brauche ich auch noch. An der Stelle 6,2 den Funktionswert. Also ist gleich dem Funktionswert an der Funktion f2 an der Stelle 6,2 und f1' an der Stelle 6,2 ist gleich diese 0,828. Also das war f2' von 6,2. Und ich brauche für f1 noch eine Funktion. F1 von x ist aber nichts anderes als unser k mal x plus d. Und wenn ich das mit Doppelpunkt ist gleich hier eintippe vorher, dann habe ich also jetzt als Ergebnis meinen Funktionsterm. Beziehungsweise will ich jetzt den Funktionsterm. Ja, die Funktion muss ich erst noch aufstellen. Okay. Das heißt, die Funktion f1 wird also mit diesem mit der umgekehrten Kurvendiskussion f1 von x ist gleich 0,8288 mal x, das war also die Steigung, die wir schon hier verwendet haben, plus 2,788. Okay, und jetzt muss man also jetzt hier entsprechend nächste Aufgabenstellung und das machen wir dann gleich, uns das Volumen hier auszurechnen. So, es geht weiter. Das Volumen wollen wir haben. Volumen ist aber nichts anderes als wie Pi Integral y Quadrat dx. Also das ist, entspricht also dem r Quadrat Pi, das wäre also der Kreis, der sich hier ergibt, mal dx. X ist also jetzt die Höhe. So, und jetzt müssen wir also hier zwei Integrale machen. Also das Volumen ist im Endeffekt Pi mal das erste Integral für die erste Funktion, f1 zum Quadrat. Und dann von 0 bis, wo sich die zwei Funktionen da treffen, bei 6,2 plus dasselbe Pi mal Integral von 6,2 bis zum Ende, das ist dann 18, von der f2 zum Quadrat von x dx. So, das machen wir also jetzt wirklich nur mehr mit dem Rechner. 3106,1 kommt also hier heraus in Kubikmeter. Passt.